Aus drei Karten werden plötzlich vier. Lucky 3.1. So, jetzt erstmal für den Kartentrick brauche ich zwei Helferkarten. Ich habe mir in diesem Fall jetzt einfach mal hier die beiden Joker rausgelegt. So, und dann möchte ich auch noch, dass du erst einmal irgendwo im Spiel Stopp sagst. Stopp. Okay, hier. Dann wäre das hier der erste Stapel. Wir brauchen nämlich jetzt drei Stapel einmal, also sagst du nochmal irgendwo Stopp. Hier. Okay. Und dann wäre das noch der dritte Stapel. So. Und damit mir jetzt keiner unterstellen könnte, die Karten in den Kartenstapeln hätten alle irgendeine vorgefertigte Reihenfolge. Deswegen mixe ich die jetzt noch einmal durch. Dann werden diese jetzt durchgemischt. Und jetzt fangen wir einfach mal bei diesem Stapel an. Denn dort möchte ich jetzt bitte einmal, während ich die Karten hier so auf die Unterlage zähle, sagst du mal bitte irgendwo Stopp, wo du möchtest. Stopp. Okay. Dann kannst du auch noch auswählen, möchtest du diese Karte haben oder diese? Die auf dem Tisch liegen. Die auf dem Tisch liegen. Okay. Das hier ist in diesem Fall die Pik 9. Und das ist in diesem Fall unsere Markierungskarte. Du wirst gleich sehen, was ich damit meine. Dann sagst du bitte nochmal irgendwo Stopp. Stopp. Okay. Dann ist in diesem Fall hier die Karo Dame die Markierungskarte. Und dann machen wir es bei dem Stapel noch. Sag mal bitte wieder irgendwo Stopp. Stopp. Okay. Dann. Jo. Ist das hier mal deine Markierungskarte? Also die Karo 7 in diesem Fall. Pik 9, Karo Dame und Karo 7 in dem. Jo, Karo 7 in dem Fall. Und jetzt pass mal auf. Nämlich das meinte ich eben mit Markierungskarten. Denn jetzt sind ja logischerweise über deinen drei frei ausgewählten Karten jeweils eine Karte Gesicht zu Gesicht. In dem Fall bei der ersten Karte wäre es diese Karte hier. Dann bei der zweiten Karte wäre es hier diese Karte. Und dann noch bei der dritten Karte. Ne, dann weiter oben. Genau hier. Bei der Pik 9 wäre es in dem Fall diese Karte. Also liegen jetzt an deinen Markierungskarten, die du frei ausgewählt hast, drei unterschiedliche Karten. Und jetzt gucken wir einfach mal, was das für drei Karten sind. Bei der Karo Dame liegt in diesem Fall hier die Pik 5. Ist ja erstmal noch nichts Spektakuläres. Doch wenn wir einmal gucken, was bei der Karo 7 liegt, dann sehen wir, hier liegt noch eine 5. Okay, schon zwei 5en. Dann bei der Pik 9 liegt hier noch eine 5. Aber ich denke, du weißt, dass es von jeder Sorte, also seines Buben oder wie in dem Fall 5en, gibt es ja immer vier Karten. Und dabei können einem in dem Fall die Joker helfen. Denn wenn man die mal nimmt und hier das Deck so durchriffelt und die Joker durch das Deck slidet, dann siehst du schon, haben die Joker hier zwischen sich eine Karte gefangen gehalten. Und das ist natürlich die fehlende Kreuz 5. Die vierte 5, die noch gefehlt hat. Und das war der Kartentrick. Ich hoffe, er hat euch gefallen. Bis zum nächsten Mal. Euer Magic Eric. Ciao.